Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und natürlich sind wir auch dabei mit der Frau Leben Freiheit Bewegung in Münster, weil uns das Thema überall auf der ganzen Welt angeht. Und deshalb sind wir ja auch über 2 Jahre schon hier in Münster. Jeden ersten Samstag im Moment im Monat auch haben wir unsere Kundgebungen, weil es auch da um die Gewalt gegen Frauen geht. Ich komme ja gebürtig aus dem Iran und da ist das so. Ich habe gerade eine Zahl gesagt, auch 74.000 Frauen werden von ihrem Partner, nicht nur von ihrem Partner, sondern wegen Gewalt, was an sie ausgerichtet wird, auch wird das gemeldet. Aber das ist eine Dunkelziffer, das heißt, das ist viel, viel mehr als das. Und bei dem Iran geht es ja auch nochmal gegen die Repressionen, die vom Staat ausgesprochen werden, in Art von Hinrichtung, Folter in den Gefängnissen. Es ist wichtig, dass wir uns organisieren, dass wir zusammenstehen, aus Frauen, aus egal aus welchem Land auch immer, dass wir zusammenhalten, dass wir stark sind und uns laut aussprechen gegen diese Gewalt an Frauen und diese Patriarche. Ja, System, was leider noch immer noch da ist. Ja, schön, dass so viele Frauen auch heute da waren und auch andere, auch Männer. Natürlich auch wichtig, dass sie hinter den Frauen stehen und auch ganz laut ihre Stimme erheben.